Hi, hier ist wieder euer Gail vom Chocolate Feist. Heute sind wir in Berlin-Schöneberg und zwar beim Spitfire Gym, dem wahrscheinlich besten Gym derzeit in Berlin. Hier findet heute die erste Hausgala statt. Lass uns mal reingehen und wir checken mal, was heute abgeht.
Okay, Leute, so, die Veranstaltung ist vorbei. Jetzt haben wir einen super Gast bei uns. Sie ist nicht nur bildhübsch, sondern auch super erfolgreich. Für die Leute, die sie nicht kennen, ja, Julia Dorni, stell dich doch mal ganz kurz vor, was hast du erreicht? Hallo, ja, schön, dass du mich erstmal interviewst und danke fürs Kompliment. Ich werde echt ganz rot. Wirklich jetzt, siehst du ja? Also ich bin auch MMA-Kämpferin und Vize-Weltmeisterin unter anderem und Kämpferin in der ersten Judo-Bundesliga und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Okay, ihr seht, wir haben nicht nur Amateure vor der Kamera, heute haben wir wirklich mal jemanden, der auch wirklich was erreicht hat. Also wie schon gehört, sie ist Vize-Weltmeisterin, Europameisterin, Vize-Europameisterin. Sie hat uns heute wunderbar durch den Abend geführt. Wie fandest du die Veranstaltung? Also es war ja das erste Event von Spitfire dieser Art und ich fand es total super. Natürlich hat man ein bisschen kleine Startschwierigkeiten gehabt, aber tolles Matchmaking, tolle Fights, super Athleten, super Stimmung. Ich habe auch vorhin gesagt zu meinem Trainer, also ich fand es super fair miteinander, auch die ganzen Gyms, wie die so Hand in Hand waren. Es gab keinen Sturm, keinen Stress. Es war einfach nur schön von der ersten Minute bis zur letzten und ich fand es eine tolle Veranstaltung. Wirklich tolles Ambiente, viele haben mitgeholfen und es war einfach nur schön. Cool. Ja, sonst bist du ja selber immer im Cage, am Fighten und wie war es für dich heute mal außen vor zu sein, also eigentlich relaxed zu sein und sich die ganzen Kämpfe anzuschauen? Also ist natürlich immer schön, ne? Beide Seiten der Medaille. Ich kämpfe natürlich auch unglaublich gern, ich liebe das, das ist mein Lebensinhalt und das ist natürlich auch meine Berufung, Journalistin zu sein und da im Cage was zu machen und Interviews zu führen. Aber ich fand es total super, also eigentlich sollte ich heute auch kämpfen oder hätte ich heute kämpfen sollen, aber die Gegnerin hat leider abgesagt und dementsprechend habe ich dann mit Aristo da durch den Abend geführt und es war eine super Sache und hat Spaß gemacht und wie gesagt, es ist toll, auch die Freunde und Trainingspartner zu supporten, wenn es dann soweit ist. Und es war sehr schön. Okay, du hast es angesprochen, du hättest heute eigentlich kämpfen sollen. Hat leider nicht geklappt. Wann sehen wir dich wieder? Im Ring oder auf der Matte? Also der nächste Event oder das nächste große Ereignis, auf das ich gerade hintrainiere, ist ein Titelkampf in Wales am 24. Februar. Da geht es um den Gürtel und es ist der Main Fight gegen die 2017 Zweitplatzierte der Weltmeisterschaft, Casey Blake. Und ich bin ja Drittplatzierte, wir haben aber beide gegen dieselbe Gegnerin verloren. Ich Einzug ins Finale, sie im Finale. Ich habe mit Split verloren, sie in der ersten Runde mit Armhebel. Also es wird spannend zu sehen, wer dort vorn sein wird. Und dann ist gehen die ganzen Turniere los. Mein nächstes großes, wirkliches Highlight ist die Europameisterschaft im MMA in Rumänien im Juni und die Weltmeisterschaft im November in Bahrain. Und bis dahin, ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch Amateur bleiben und ich werde hoffentlich, wenn alles so aufgeht und ich den Titel gewonnen habe für mich, hoffentlich ins Pro-Lager übersteigen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank, dass du dir, obwohl du so viel zu tun hast, so viel vorgenommen hast, die Zeit genommen hast, für uns Frage und Antwort zu stehen. Und Leute, falls ihr mal mit ihr trainieren wollt, ja, mit einer Vize-Weltmeisterin, Vize-Europameisterin, kommt ins Spitfire Gym. Folgt ihr auf Instagram, Facebook, wo auch immer unter? Julia Dorni. Julia Dorni. Also, checkt das aus. Und ich wollte auch noch sagen, Dankeschön, dass ihr überhaupt Lust hattet, mich zu interviewen und dass ihr einfach bei mir seid, während es sozusagen hoffentlich bergauf geht. Ja, vielen Dank auch. Okay, Leute, die erste Hausgala hier im Spitfire Gym ist vorüber. Wer die Leute hinter dem bekannten und erfolgreichen Spitfire Gym nicht kennt, jetzt stehen sie hier neben mir. Das ist einmal der Gürkan, der Pujan und der Amir. Jungs, wie fandet ihr eure erste Hausgala? Wer möchte anfangen? Du, ich fand die Hausgala mega geil. Hat echt Spaß gemacht. Super Zuschauer, super, super Organisation. Ich habe mich diesmal ein bisschen mehr rausgehalten, habe alles Pujan machen lassen und der Numa, der da vorne sitzt, und ich und Gürkan haben uns ein bisschen zurückgehalten, weil wir mit dem Umbau zu beschäftigt waren. Wir haben das Gym umgebaut und ich würde sagen, das Mikrofon weitergeben an Pujan. Ja, also ich bin ziemlich zufrieden. Also wir sind eigentlich ohne Erwartung daran gegangen, wollten. Wir haben so viele Nachwuchskämpfer bei uns und haben gedacht, der erste Gedanke war einfach, ey, wir müssen irgendwie kämpfen lassen, anstatt irgendwo hinzufahren die ganze Zeit für ein, zwei Leute. Haben gedacht, ey, wir konzentrieren jetzt hier auf Gym, bieten unsere Kämpfer an für alle anderen Teams an und dann hatten wir irgendwie 30 Leute auf der Liste. Davon sind heute knapp 15 Leute in Einsatz gekommen. Gute Kämpfe, gute Stimmung, gutes Publikum, voller als erwartet, aber ey, das hat Spaß gemacht, hat echt Spaß gemacht, war gut. Gutes Team hinter uns und alle Jungs waren eifrig dabei, auch vom Spitfire-Team. Also nochmal auch ein Dankeschön an alle vom Spitfire, von
oben von der Spitze, die beiden, bis der Letzte, der wirklich hier auch aufgeräumt hat, noch nebenbei und so weiter. Hat echt Spaß gemacht. War ein bisschen stressig, aber hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch völlig begeistert von der Hausgala, die wir hier heute hatten. Und ja, ich muss mich wirklich ganz doll bei Pujan bedanken. Der hat einen super Job gemacht, der hat im Vorfeld ganz viel gemacht, der hat die Fightcard organisiert, der hat hier bei der Vorbereitung ganz viel gemacht, der Numa da hinten genauso, Stefan genauso, ja, da ist er. Und ich bin einfach überwältigt von dem Zuspruch und der Unterstützung, die wir durch die Leute um uns herum erfahren haben. Und es ist einfach ein geiles Gefühl. Und die Fights waren absolut klasse und können, glaube ich, durchaus mithalten zu den Veranstaltungen, wo sonst normalerweise mehr Geld verlangt wird für. Habt ihr erwartet, dass es so ein großer Erfolg wird, also dass es vor allem auch so gut besucht wird? Also ehrlich gesagt, ich dachte, es kommen schon einige Leute, Fans an, aber ich glaube, es waren noch nie so viele Menschen hier drin. Es war ja proppenvoll bis zu, also die standen schon hinten an den Fensterbänken. Es war ja wirklich also gigantisch voll, es war eine super Stimmung gewesen, war Wahnsinn, ich bin echt überwältigt selber. Ich kenne das Gym, ich bin jeden Tag hier, aber ich war einfach überwältigt und war super toll gewesen. Habe ich nicht erwartet, dass es so wirklich so knallt, war super gewesen. Ich war auch überwältigt, aber ich bin von gar nicht viel ausgegangen. Also wir haben gar nicht gedacht, dass jetzt, ob jetzt so viel kommen oder nicht. Also wir haben gesagt, Minimum, keine Ahnung, 5 Kämpfe und 50 Zuschauer und wir wären mega zufrieden gewesen. Und dass daraus dann so was Großes geworden ist und am Schluss, das freut mich noch umso mehr und war cool. Also auf jeden Fall nicht damit gerechnet, auf jeden Fall. Richtig gut. Hast du damit gerechnet? Ganz ehrlich, nein. aber ich fand den Spirit einfach echt bombastisch hier. Wir haben Teams aus Berlin gehabt, wir haben Teams aus Polen da gehabt. Und es ist einfach echt eine geile Party gewesen und alle Leute, die hier waren, haben ihre Kämpfer gefeiert, unabhängig davon, ob sie gewonnen oder verloren haben. Und das ist einfach geil. Ja, ich war ja schon auf diversen Hausgalas und ich muss sagen, dafür, dass es bei euch auch nur eine Hausgala war, habt ihr ziemlich aufgefahren. Also ich muss sagen, es war richtig, richtig geil. Führt mich zu der nächsten Frage, wie war denn die Vorbereitung? Ihr sagt, ihr beide habt euch da so ein bisschen rausgenommen, deswegen frage ich dich, wie war für dich die Vorbereitung? War das stresshaft oder war kopfvoll? Kopfvoll. Also ich muss ehrlich sagen, vor 3 Wochen sah alles noch anders aus. Da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 3 oder 4 Kampfbahnen erst am Start. Dann haben wir noch mal ein bisschen Druck gemacht und dann kam so auf einmal Schlag auf Schlag. Und dann hatten wir auch schon noch ein paar Polen irgendwie noch kontaktiert. Und auch über Beziehungen, auch über das Gym. Die haben dann sofort auch irgendwie, waren heiß drauf und wollten auch mit uns zusammenarbeiten und so weiter. Was gut geht, die sind 400 Kilometer gefahren. Wir waren bei der Kampfpaarung, das Team aus Polen oder 2 Teams aus Polen, die sich 400 Kilometer echt die Reise auf den Rücken geschnallt haben und rübergekommen sind. Coole Fights geliefert haben, die haben auch sowieso einen guten Spirit generell. Das war zur Fightcard, auf einmal ging es dann halt los. Wir haben noch ein paar Partner-Gyms in Berlin, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und die auch Freunde sind und hoffen, dass wir auch noch zukünftige Freunde noch gewinnen und auch gerne mit allen Berliner Gyms auch zusammenarbeiten wollen. Und das haben wir auch schon jetzt irgendwie Kontakte wieder mit den anderen Gyms für die nächste Veranstaltung. Zum Aufbau im Gym selber muss ich nochmal den Numa erwähnen. Der ist da so ein alter Hase, so ein Fuchs auch in der Geschichte, der da ganz schnell mal die Hand in den Ruder genommen hat. Dann ging halt das ganz schnell in die Organisation. Und wie gesagt, nochmal das Team zusammen, Team plus Plan und es lief. Ja, du hast schon erwähnt, Teamarbeit habe ich gesehen, hier waren so viele Leute im Einsatz von euch. Ihr seid wirklich ein geiles Team. Mir hat eure Hausgala super gefallen, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir in diesem Jahr vielleicht noch eine sehen werden. Ist es denn so? Machen wir noch eine? Ich denke auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal einfach überlegen, wie wir das nächste Mal gestalten wollen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen voller wird und das muss man einfach vernünftig durchplanen, aber ich denke auf jeden Fall, also in ein paar Monaten sind wir wieder hier auf der Matte, ist einfach eine super Gelegenheit für unsere Jungs, Wettkampferfahrungen zu sammeln außerhalb von irgendwelchen Rankings oder Rekorden. Und das ist einfach cool. Und dass die Polen hier 400 Kilometer auf sich nehmen,
denke ich, zeigt auch den Stellenwert des Gyms, weil das macht man normalerweise für eine kleine Hausgala nicht. Und die sind hierher gekommen, weil sie sich mit guten Leuten messen wollten. Und ich denke, das wird super interessant werden in der Zukunft, die Nummer hier bei uns im Gym. Auf jeden Fall, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ehrlich gesagt. War super geil gewesen. Und wir erwarten dann Spitfire Hausgala Teil 2. Okay, ja, eure Hausgala ist ja dann eigentlich mehr so für die Anfänger, für die Newcomer. Ihr habt ja reihenweise Profis ja auch bei euch in den Reihen. Wie sieht's aus? Was steht da an in nächster Zeit? Die nächsten Kämpfe, die jetzt anstehen, ist der Rafael Xavier kämpft in circa 2,5 Wochen in Russland bei ACB. Und da kriegt er den nächsten starken Gegner. Wird eine Herausforderung für uns werden. Wir sind in der Vorbereitung und darauf konzentrieren wir uns. Eine Woche später, am 24. haben wir den Favorit, Ian Nijat, der kämpft um den GMC Champions Belt gegen den Taylor Lapilus. Starker Gegner, ist auch der Champion gerade, weil GMC Champion hält gerade den Gürtel. Er kämpft dann da und da sind wir bei GMC eine Woche später. Wir sind gerade Julia Dorni. Julia Dorni noch am 24.02. in Wales. Daher macht sie genau den Amateur-Titel. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber auch ein ziemlich anerkannter Titel auf jeden Fall. Da fahren wir rüber. Julian Penant kämpft auch auf der GMC am 24. Februar. Er kriegt einen Holländer vorgesetzt und da arbeiten wir auch gerade dran. Wir haben ein super gutes Angebot für Salambek. Der trainiert jetzt seit einem knappen halben Jahr bei uns. Der soll am 12. Mai gegen Dimitar Kostov kämpfen bei 57 Kilogramm um den Titel bei GMC in Hamburg. Und da gucken wir auf jeden Fall gerade ganz freudig in die Zukunft, weil wir das Ding rocken wollen auf jeden Fall mit dem Jungen auch. Wir haben auch noch ein paar K1-Kämpfe, die sich jetzt bald offenbaren werden. Der Aristo wird wieder loslegen, der hat ein gutes Angebot bekommen, wird auch ein Titelkampf werden. Der Enrico Rogge, der jetzt bei uns ist, der trainiert bei uns sozusagen. Der Ralf hat ihn uns sozusagen zu uns gebracht, meinte, behütet ihn, passt auf ihn auf. Ja. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Nee, Quatsch. Wir machen das zusammen. Also wir bereiten ein Mikro vor und der ist hier zu Hause. Wir liegen gemeinsam zusammen und machen das gemeinsam mit Ralf zusammen, mit Boxtempel, bereiten ein Mikro vor und bringen ihn nach vorne. Er hat eine gute Sparringspartner, ein gutes Team und ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Und dann haben wir natürlich noch ein super starkes Grappling-Team. Da sind jetzt gerade ein paar Jungs von der Euro zurück und sind mit Gold nach Hause gekommen. Bronze ist mit dabei und es stehen auf jeden Fall diverse Wettkämpfe dann auch im Grappling an. Also Jiu-Jitsu und No-Gi, da sind wir super stark aufgestellt und da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten auch das ein oder andere abreißen, denke ich. Ja, ich höre schon, ihr seid nur unterwegs. Mit den Profis, dann ist eigentlich umso bemerkenswerter, dass ihr auch wirklich euch die Zeit nehmt, hier für so eine Hausgala für eure Newcomer quasi eine Bühne zu bereiten. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, jetzt bei mir Rede und Antwort zu stehen. Und für euch da draußen, wenn ihr mal hier mit den Champions trainieren wollt, Spitfire Gym in Schöneberg, in der Bülowstraße 56, ist immer eine Reise wert, ja, zum Probetraining. Ich habe letztens gesehen, ihr seid voll. Ist das denn noch so? Also können denn die Leute noch zu euch kommen und trainieren? Also wir sind ein bisschen an Limit angekommen. Was Oberkante erreicht. Genau, Oberkante erreicht. Aber wir versuchen trotzdem die Qualität zu wahren. Deswegen wollen wir jetzt nicht nur das Gym füllen. Das ist nicht unser Plan. Es geht darum, die Qualität zu bewahren. Und wir haben halt ein paar Abgänge oder wir haben immer noch ein paar Plätze frei. Also ihr könnt euch ruhig anmelden, vorbeikommen. Probetraining ist immer da. Ihr habt immer ein offenes Ohr hier und wir freuen uns auf jeden, der Lust auf Sport hat, vorbeikommt. Also ihr habt gesehen, welches Gym kann von sich behaupten, dass er voll ist und keine Mitglieder mehr aufnehmen kann. Also die Jungs, die sind gerade auf einer Erfolgswelle. Schaut rein, Bülowstraße 56 in Schöneberg. Okay Leute, das war's von uns hier aus dem Spitfire Gym. Ihr seht, die Abbauarbeiten haben begonnen. Die Veranstaltung ist vorbei. Mir hat's super gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst einen Kommentar unterm Video da, einen Daumen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Reingehauen!